ganze Nacht. Wenn hier was gegessen wird, dann sowas halt mittags. Jetzt auch wegen solchen Kombinationen. Wir sind am Ende unserer Tour angekommen. Das ist jetzt die Kathedrale von Sao Paulo. Sehr, sehr schöne Sache. Gedrängt. Also hier ist eine U-Bahn-Station übrigens. Wir waren ja gerade was essen. Das ist jetzt die letzte Station. Sonst auch, denn ich nehme die Kamera heute jetzt mal den ganzen Tag mit, weil bis jetzt 14 Uhr die Tour ging jetzt so 3 Stunden. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, ich gehe wahrscheinlich später noch, was essen. Und sonst, ich gehe noch ins Gym. Mal gucken, wenn es abchecken. Und sonst habe ich nichts vor. Alles klar, dann erstmal bis dann. Ciao. Wir befinden uns auf dem Dach des Martinellis. Wow. Zoom mal ein wenig ran. Das ist der Blick über gesamt Sao Paulo. Ich muss mal gleich gucken, ob man noch weiter herumgehen kann hier. Es ist richtig krass. Ich glaube, im 26. Stockwerk sind wir. Ich will gar nicht wissen, wie das im anderen gewesen wäre. Da das gegen 42 Stockwerk hoch. Ich hätte aber 30 mehr. Das hier ist jetzt krass. Das ist krass. Vielleicht nehme ich gleich nochmal das andere Objektiv. Mal ein bisschen mehr zu zeigen. Ey, richtig geile Sache auf jeden Fall. Von der Weltstadt. Von oben zu sehen. Sieht man nicht mal, wie groß das alles ist. Hier oben einfach. Ich habe die Kamera so ein bisschen mehr. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen. Boah, der Fahrstuhl ist auch eben richtig hochgeschossen in die Luft, ey. Boah. Sieht geil aus. Sao Paulo, geile Stadt. Heute zweiter Tag. Wir bleiben heute Planung. Wir gehen noch zur Paulista in die Businessstraße. Da wird hier auch noch einiges filmen. Vielleicht noch was zu essen. Ich weiß nicht, mal gucken. Dann gehen wir heute Nachmittag. Also da werden wir wahrscheinlich heute Nachmittag hingehen. Dann begeben wir uns noch wohin genau? Abends gehen wir in eine Bar. Fahren dann um 11 Uhr Richtung Hotel. Holen unsere Koffer ab. Fahren dann zum Flughafen. Und um 3 Uhr nachts geht der Flug. Dann sind wir nach 6 Uhr Ortszeit in Quito. Da werde ich dann auch noch mal vielleicht was sagen. Alles klar. Ich filme jetzt noch mal ein bisschen, mache Fotos. Bis dann. So. Jetzt nochmal. Wir sind an einem Museum. Allerdings. Das ist kein normales Museum. Gut, dass das war. Das macht das Ganze so ein bisschen unspektakulär. Aber an diesem Punkt hier. Oh, scheiße. Genau, an diesem Punkt wurde Sao Paulo gegründet. Hier genau da dran. Hier sieht man übrigens die Kanaren. Da erzähle ich gleich nochmal was dazu, was das damit zu tun hat. Also hier, wo ich jetzt anfasse, wurde Sao Paulo gegründet. Das ist der Abdruck eines Mitgründers. Finde ich sehr, sehr interessant hier. Da ist das Siegel. Ja, so, vielleicht gibt es ja jetzt gleich nochmal einen schönen Cafecito für mich. Da hätte ich mal richtig Lust drauf. Und ja, alles klar. Sao Paulo, echt geile Stadt. Ein Update oder so oder ein kleines Fazit dazu. Kann ich gerne nochmal machen, mal für sein Flugzeug oder so, wenn es dann zurückgeht. Alles klar, bis dann. So, und zwar hat das Ganze jetzt damit auf sich, dass Sao Paulo von einem Spanier gegründet wurde oder aufgebaut wurde sozusagen. Also ist ja klar, die Portugiesen haben Brasilien sozusagen erobert, deswegen spricht man ja Portugiesisch. Aber ein Spanier hat das Ganze aufgebaut und dem zu Ehren sind halt hier die Kanaren einmal mit auf diesen Stein eingemeißelt, geklebt, gedackert, wie auch immer. So, ich bin jetzt die ganze Zeit schon am überlegen, was ich mir aus Brasilien mitnehme, weil ich habe halt irgendwie schon Bock, was mitzunehmen, was typisch ist. Und ich nehme ja, glaube ich, einfach so einen Kaffeebaum mit. Total geil, wie das auch schon riecht. Ah, der hat schon, obwohl ich glaube, das kommt eher von der Bar, aber da kriegt man richtig Lust auf Kaffee. Coole, interessante Sache. So, also jeder, der jetzt gerade Kaffee mag,
oder der schon immer Kaffee mochte, kann jetzt einmal neidisch sein. Ich habe gerade einen frischen Kaffee bekommen aus einer der besten Bohnen Brasiliens. Der schmeckt so göttlich, der schmeckt so gut. Das ist jetzt ein Espresso, also pur, ohne Zucker, ohne Milch. Und der schmeckt so Hammer. Caliente. Oh, muy caliente. Also der Kaffee, der ist so ein Espresso, also der hier, der ist einfach nur geschmacklich super. Der ist nicht sauer oder so, säurig. Der ist echt geil, sauber. So, das war jetzt wirklich die letzte Station erstmal. Und zwar das Sao Paulo 4, das Theater. Sehr geil, also es ist sehr schön, die Stadt, muss ich sagen. Das gefällt mir echt. Kann hier einmal auf dem Auto rumschwenken. Da hinten geht's weiter. Da sieht man hier ein bisschen was. So, ist echt schön, die Stadt. Und zwar sind wir fertig mit der Tour. Ich war im Gym, konnte leider nicht filmen. Ab und an habe ich mal überlegt, ob ich mal hier reinfilme. Allerdings sind die brasilianischen Fitnessstudios sehr ähnlich wie die deutschen. Also das ist schon mal qualitativ hochwertiger. So, jetzt habe ich mich schick gemacht. Mein Gastvater auch. Wir gehen jetzt gleich los, wahrscheinlich wieder in die Bar von gestern. Werden, ich zitter voll, eine Kleinigkeit essen. Und ja, ich sehe mich im Spiegel. Ich kann mal kurz zeigen. Richtig schick gemacht hier. So. Das sieht gar nicht so verkehrt aus, denke ich mal. Das sind übrigens die neuen Schuhe. Da gibt es mal ein vernünftiges Bier. Trinkt gerade mein Gastvater. Ein schönes Erdinger. Der hat gerade das erste Mal ein deutsches Bier getrunken und wäre fast aus Kutschen gekippt. Da hat er mich gefragt, manchmal muss das so herb sein, da habe ich gesagt, klar, das ist Männerbier. Deutsches Bier ist Männerbier, weil das ecuadorianische Bier ist halt sehr, sehr süß. Für mich gibt es einen frisch gepressten O-Saft. Das ist jetzt eine typische Vorspeise. Wir haben jetzt was typisch Brasilianisches bestellt. Da gibt es jetzt, ich bin voll am Zittern. Das ist so ein Salat, ganz normal, so mit Tomate und so. Wie ich zitter, oh, krass. Und dazu gibt es halt so geröstetes Brot mit Kräuterbutter. Was gleich kommt, weiß ich selbst nicht. Bin mal gespannt. Das Essen ist da, es ging sehr, sehr schnell. Und zwar Rumpsteak. Dürfte das sein. Ist kein Rinderfilet. Das ist Yuca. Das ist so eine Art Kartoffel, würde ich sagen. Dazu gibt es Reis. Dann gibt es dazu Bohnen. Das gibt es hier noch weiter. Das ist für zwei Personen. Und ich würde mal sagen, das sind ein bisschen mehr als 400 Gramm Fleisch. Diese 80 Reales, das sind so, boah, was weiß ich, ey, $30, $35. Und das sind dann so irgendwas mit, ich glaube, das sind, irgendwas um die 25 Euro sein oder so. Und das sind zwei Personen mit dem Stück Rind. Richtig geil. Ich lasse mir jetzt erstmal schmecken. Ya desde el otro. Sí. A mí también me dieron algo parecido a mí. Sí. Ayer. Pero estaba igual. Lo mismo. Estaba lo mismo. Parece. Sí. Also, mein Gastvater schmeckt das Bier. Und das Essen auch. Das Essen war sehr geil. Leider hatte er nicht so viel Hunger, deswegen musste ich die drei Stücke Fleisch essen. Total geil. Das ist jetzt der zweite Abend, dass wir hier sind. Ein geiles Lokal hier, echt sehr gut. Überhaupt nicht teuer, wenn man mal überlegt, wir sind Sao Paulo Innenstadt und haben ein Mutterende. Also es sind auch viele Leute da, Sao Paulo Innenstadt. Auf jeden Fall 80 Reales bezahlt. In Deutschland wird man vergleichbar. Nehmen wir mal Hamburg als Stadt. Wenn man da in ein Restaurant geht und so ein Essen bestellt mit Rind, ist man nicht mit 50, nicht mit 60, nicht mit 70 Euro für zwei Leute dabei. Da geht es schon in den oberen Bereich. 80 ungefähr, würde ich sagen. Also, saugeile Jacke, Violette. Wenn ihr jetzt auf Auto seid, dann gönnt euch das. Echt geil. In der Straße Augusta. So.